Habe die Ehre, küss dir an. Herzlich willkommen bei der Board Game Melange. Servus Maria. Hi Markus. Hallo Leute, weiter geht's mit Platz 5 bis Platz 1 unserer derzeitigen Top 10, nämlich, ja, welche überhaupt? Die Spiele, die wir spielen möchten, aber sie schon mehrmals gespielt haben, so in etwa. Aber schon länger nicht mehr gespielt haben, schon. Aber gerne wollen. Haben sein. Ja, falls ihr Platz 10 bis Platz 6 nicht gesehen habt und euch denkt, ja, was soll das hier überhaupt dann, ne? Vielleicht schaut euch dann einmal den Part an. Ansonsten springen wir gleich mal rein, beginnend mit der Maria, Platz 5. Genau, mein Platz 5 ist nämlich Dystopia. Dystopia haben wir schon öfter bei dir gespielt. Du hast das Spiel zu Hause und es ist wirklich so ein Schachtel, ja, mit Würfel drinnen, ja, und ein Plan. Was machen wir? Wir würfeln die Spieler, die Würfel wollen sie einsetzen, damit wir einen Stadtteil beherrschen, ja, mit diesen Würfeln, ja. Und ich kann ja, wenn ich was würfle, kann ich ja auch jemanden rauspumpen oder wegtun oder seine Würfel ändern und. Also es hat sehr viel von diesem Zektet, ja. Also man muss, wenn man nicht an der Reihe ist, wirklich schauen, was passiert mit meinen Würfeln. Macht er was damit? Natürlich ärgere ich mich darüber, aber wenn ich an der Reihe bin, kann ich ihm vielleicht was reinwürgen oder sogar so gut würfeln, dass ich dann diesen Stadtteil beherrsche. Was ich auch mag, das ist so Cyberpunk-mäßig, ja, also es ist so eingehaucht mit Cyberpunk-Thema drüber. Natürlich könnte jeweilige Thema drauf sein, aber dann interessiert es mich ja noch mehr, weil Cyberpunk sieht man nicht so oft in Brettspielen, was ich eigentlich bedauere, aber also ja. Da gefällt es mir, das passt super. Die Würfel sind auch so knallneonfarbig, wenn ich mich gut erinnere. Also da kann ich nur sagen, es ist ein kleiner Fehler, würfeln, einfach gib ihm, komm, würfel, schau, was du machen kannst und gewinnst du oder nicht. Genau, es ist halt ein Würfel-Einsatzspiel, das gibt es ja jetzt auch nicht so oft. Super klein, auch von der Tischpräsenz, man hat Aufgaben zu erfüllen, deswegen muss man schauen, wo setze ich meine Würfel hin. Die einzelnen Orte, wo man die Würfel einsetzen kann, die haben auch teilweise Anforderungen oder Voraussetzungen. Du kannst jetzt einfach immer irgendwo hin, da muss man ein bisschen schauen. Genau. Es geht dann um Area, Majority und solche Dinge, also es ist doch einiges verpackt, hat uns ganz gut Spaß gemacht. Wir haben das, ich glaube 2019 war das, in Essen bei den Designern selbst gespielt, die haben das mit uns gespielt. Wir haben das dann gleich mitgenommen natürlich, das macht man halt so. Naja, muss man nicht unbedingt, aber nein, natürlich, aber man hat dann gleich mal ein gutes Gefühl und das war irgendwie toll. Du hast ja einmal erwähnt, ja, das ist halt dann die Kleinen zu unterstützen, macht ja dann auch irgendwie Spaß. Und es ist auch ein Spiel, wo ich weiß, das hat nicht jeder. Genau. Ja, mein, ob man jetzt das Spiel mag oder nicht, ist natürlich... Das ist was anderes. Nicht jeder kleine Designer macht ein gutes Spiel, aber wir hatten unseren Spaß damit. Es kam international jetzt nicht ganz so gut an, aber das stört mich nicht, weil ich bin individuell und mein Geschmack ist mein Geschmack. Genau. Ich hatte meinen Spaß, habe es tatsächlich auch schon länger nicht mehr gespielt. Ja. Genau, genau. Wir haben... Oder ich habe auch die Erweiterung dazu, verändert dann noch ein bisschen, ja. Also es erinnert mich an Las Vegas, das ich sehr gerne habe, ja. Nur halt mit ein bisschen mehr Kniff. Mit mehr Sachen, die du machen kannst. Du setzt die Würfel hin und denkst dann nur, okay, jetzt kann ich das. Und dann kann ich ihm vielleicht und dann, weil beim Las Vegas ist es wirklich nur dieses, ich will so viele Würfel in diesem Casino haben, wie es nur möglich ist. Ja. Aber da ist es auch ein bisschen noch mehr, also mehr draufkaut. Und das mag ich. Also das hat mir dann gefallen. Ist ein nettes kleines Spielchen. Mein Platz 5, das sind jetzt eigentlich zwei Titel. Ich habe mich dafür dann für einen entschieden. Das ist im Prinzip auch die Koop-Nummer jetzt im Prinzip. Ich habe mich für Flashpoint, Flammendes Inferno entschieden. Alternativ ginge auch Subterra. Beide Koop-Spiele sind genau das, was ich in einem Koop-Spiel suche. Nämlich wirklich das Gefühl, dass man zusammen etwas erreichen muss. Trotzdem individuell ist jeder, also sowohl in Flashpoint als auch in Subterra hat jeder einen Charakter mit einer Fähigkeit, die nur er kann. Man kennt das vielleicht auch von Pandemic oder Pandemie und man versucht etwas zu erreichen. In Flashpoint ist es natürlich, wir sind Feuerwehrmänner, wir wollen da rein und Leute retten, bevor alles zusammenstürzt. Und das Interessante daran ist, das Grundspiel kommt schon mit verschiedenen Varianten, das Grundspiel kommt auch mit zwei Maps. Ich habe alle Erweiterungen, die es gibt dazu,
Das heißt, wir können in einer Chemiefabrik sein, wir können in einem U-Boot spielen, wir können in einem Hochhaus, auf einer Yacht, wir können so viele Dinge durchprobieren und überall gibt es so ein bisschen Eigenheiten. Und natürlich gibt es zusätzliche Charaktere. Es gibt einen Charakter mit einem Hund, der kann dann suchen. Oder es gibt andere Charaktere, die halt wirklich speziell sind. Dasselbe gilt halt dann auch für Subterra, wo man prinzipiell einfach mehr Charaktere hat, die für sich einfach besondere Aktionen machen können. Das ist für mich auch das genau Richtige, um für mich und den Leuten, mit denen ich spiele, diese Stimmung rauszuholen. Und ich habe wirklich Dinge, die denke ich heute noch, sind schon Jahre her, aber da denke ich heute noch, dass mit dem letzten Wasserstrahl noch einen Menschen retten konnten, bevor alles zusammenstößt und wir haben gewonnen. Das sind diese Momente, dafür lebt man. Vielleicht würde mir auch in Spirit Island gefallen, wenn ich das öfter spiele, aber das war schon sehr, sehr anstrengend irgendwie. Das ist für mich bei einem Koop vielleicht ein bisschen too much. Ich habe es da ein bisschen leichter und seichter, weil einfach dann, oder andersrum, ich denke mir halt, bei einem Koop lebt man auch davon, dass man miteinander redet. Ja. Und umso thematischer ein Spiel ist, aber umso nicht so komplex halt es auch ist, umso eher kann man dazwischen vielleicht ein bisschen Trash-talken oder einfach nur mal so reden. Ja. Das geht bei Subterra, das geht eben auch bei Flammendes Inferno, also Flashpoint. Genau, deswegen mein Platz 5. Ja, also ich würde eher Subterra spielen. Ich habe beide schon bei euch gespielt, aber ich weiß nicht, mich zieht das eher zu Subterra, ja, weil da hast du dieses Blättchen aufdecken und dann siehst du erst, was passiert. Du kannst das hinlegen, wo du möchtest. Und bei den Flashpoint hast du halt ein Haus oder U-Boot oder was auch immer, wo du wirklich reingehen musst und schauen musst und. Also das ist, ich weiß nicht, also Subterra gefällt mir viel, viel, viel besser. Also das würde ich eher spielen als Flashpoint. Du bist ja auch ein Blättchenlege-Fan, kann ich absolut verstehen. Genau. Bei Flashpoint ist halt der Clou, die Varianz, eben das Feuer. Ja. Naja, nach jeder Spieleraktion hat das Feuer im Prinzip eine Aktion und da kann alles passieren. Ist auch teilweise dann auch natürlich Glück. Mhm. Aber ja, ich mag beide Themen. Ja. Das hat beides für sich genau das Richtige. Und deswegen, ja, wie gesagt, Platz 5, Flashpoint oder eben Subterra. Und du hast auch recht mit dem Spirit Island. Also das ist mir zu too much. Mhm. Also du hast es richtig gesagt, wenn ich einen Koop spiele, will ich mit den Leuten interagieren und nicht einfach nur nachdenken, oh mein Gott, wir müssen gewinnen, was muss ich machen? Oh mein Gott, sondern ah ja, okay, na komm, versuch mal das, okay, mach mal das und mach mal das. Dann ist es okay für mich, aber sonst ist es zu viel. Ich weiß ja, sehr viele Kunden von mir mögen Spirit Island, aber vielleicht müsste ich es noch ein paar Mal spielen oder so, aber das ist halt momentan mein Empfinden. Muss man so sagen. Dann kommen wir zu meinem Platz 4. Mein Platz 4 ist Rote Kathedrale. Rote Kathedrale ist auch wieder so ein kleines Spiel, viel drinnen. Ich weiß nicht wieso, ich mag diese kleinen Schachteln, wo du das aufmachst, es ist randvoll oder auch nicht und sie bringen viel auf den Tisch. Also du musst dann nachdenken. Genauso bei der Roten Kathedrale. Wir wollen ja eine Kathedrale zusammenbauen, was auch schon interessant ist. Man baut es halt zusammen. Oh, wir sammeln Ressourcen mit Würfeln, Einsatzmechanismus in einer Rondelle. Ja. Also das ist so auf Dinge aufgeteilt, also auf 4 Jahreszeiten, glaube ich. Und du setzt das ein, kriegst du ja natürlich Ressourcen und die kannst du verwenden, um Pläne zu kaufen und die kannst du dann in die Kathedrale einsetzen. Ja. Und du, also das, was ich dran sehr mag, ist, will ich diese Turm zumachen mit einer Turmspitze. Oder will ich weiterbauen, will ich da versuchen, die Mehrheit zu bekommen oder nicht? Oder will ich den Gegner es versauen und ihm drauf diese Spitze drauf zu hauen und dann kann er nicht mehr da bauen, weil natürlich der Turm ist gebaut. Und diese Entscheidung mag ich sehr, 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 sehr. Ja. Und deswegen ist Rote Kathedrale meine Nummer 4. Wir haben es ein paar Mal gespielt, aber ich möchte... Ist richtig. Ich habe es aber halt nicht mehr so in Erinnerung, deswegen kann ich nicht sagen. Momentan ist meine Lust, das zu spielen, begrenzt. Aber auch nur, weil ich es nicht mehr so wirklich am Schirm habe. Ich müsste es wieder mal sehen. Natürlich. Ich würde es spielen, mitspielen, vielleicht würde dann was passieren, aber ja. Mir gefällt es, dass es diesen Würfelmechanismus wieder hat. Also ich mag das, wenn du das dann würfelst und schaust, okay, jetzt kann ich das dort einsetzen, will ich diese Ressource, aber ich brauche eigentlich das, was soll ich jetzt machen, was tue ich eigentlich? Ja, ich habe das alles nicht mehr in Erinnerung. Deswegen, für mich ist das einfach nur...
Leere irgendwie, oh, total, okay, total verschwunden aus dem Kopf. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, natürlich wissen wir. Platz 4 von mir ist ein Spiel, das immer wenn ich spiele, spiele ich das Tutorial, weil ich mir denke, ja, jetzt machen wir das Tutorial, dann wissen wir wieder, wie es geht. Und dann halten wir uns aber dran und dann spielen wir es wirklich. Und das passiert nicht. Ja, also ich glaube, ich habe das Tutorial schon dreimal gespielt. Aber weiter nie, obwohl ich sogar Erweiterungen habe. Und obwohl das sogar ein Thema ist, das mir super gut gefällt. Ja, kurzum, es ist Chronicles of Crime. Ah, ja. Ja, ich meine, du hast sowieso deine Gruppe, wo du spielst. Bei mir ist es halt so, die Idee dahinter ist halt, ich mag das. Ich mag das auch in Detective, wenn ihr euch erinnert. Ich habe das auch damals gesagt mit der Batman-Version von Detective zum Beispiel. Das war eine andere Top 10. Diese Art von Spiele mag ich. Ich schaue auch gerne Law and Order und CSI und wie sie alle heißen. Ja. Oder diese Real-Crime-Dinge. Ich mag das. Und die Idee, dass man eben dieses Handy verwendet oder man braucht halt ein Mobile-Phone, das ist für mich nicht störend, im Gegenteil, ja, du scannst das und dann passiert was. Total simpel. Und es geht dann einfach nur, sich die einzelnen Hinweise zusammenzusuchen, gut zu kombinieren und dann die Lösung zu finden. Ja. Besonders, was mir daran gefällt, und das bietet zum Beispiel Detective nicht, bis auf die Batman-Geschichte ist, dass es hier sehr viele Erweiterungen gibt, die total andere Themen haben. Das eine ist Mittelalter, das andere ist Cyberpunk. Dann hast du Noir, also diese 30er Jahre, auch spannend. Dann hast du Red View, glaube ich, heißt das. Das ist so, was, 80er Jahre, Stranger Things. Super toll. Und alles kommt natürlich mit den eigenen Tropes, also mit den eigenen Klischees. Also der 80er Jahre wird wahrscheinlich den Polizisten haben, der gerne mal Alkohol trinkt und Leute verprügelt vielleicht. Ich weiß es nicht. Ne? Und das ist irgendwie interessant. Du kannst halt dann auch, es gibt eigene gewisse Regeln, die dann dazukommen, wo du Leute ein bisschen mehr unter Druck setzen kannst und so weiter. Aber einfach dieses Kombinieren und dann diese Möglichkeit, dass du dann dein Handy hast, gibt es auch eine Virtual Reality Version, und in den Raum anschaust und erzählst, was du siehst, und die anderen schreiben dann mit und dann denkt man sich, okay, oder sie suchen halt die Karten raus und dann kann man sich das anschauen und dann, ne, ich mag sowas. Aber ich komme nie über das Tutorial raus. Ja. Wir spielen das, denken wir, okay, jetzt wissen wir ja, wie es geht, super. Das nächste Mal, heute nicht mehr, aber ne, das nächste Mal, dann spielen wir dann den ersten Fall oder den zweiten Fall. Ich glaube, den ersten haben wir sogar schon mal gespielt. Mhm. Ja, kommt halt nicht dazu. Dann dauert es wieder ein halbes Jahr, dann denke ich, naja, bevor wir jetzt uns das versauen, machen wir lieber vorher das. Ja, schade irgendwie. Ich meine, du bist ja sicher auch ein Fan davon. Ja, ich deswegen weiß ich ja gar nicht, warum wir das nicht spielen. Was für Chronicles of Crime. Ja, da würde ich auch gerne spielen, weil wie schon gesagt, ich habe, glaube ich, das ganze Grundspiel habe ich jetzt durch. Und jetzt will ich die Erweiterung spielen. Also ich habe mir das Noir und diese Red View gekauft und jetzt will ich die anderen, weil du die hast, dann will ich die anderen auch noch reinhauen und ich will es einfach spielen. Das ist schon ein cooles Spiel. Yeah. Obwohl viele sagen, dass es, weil es App unterstützt ist, wollen es viele nicht. Aber du brauchst einfach diese, du schaust einfach auf dem Handy und schaust, was ist da, was sehe ich da, was will ich da, wie ist da Blut, was sind da für Hinweise. Also dieser Teil ist sowieso der super duper. Ja? Man muss natürlich sagen, ich komme halt vom Computersektor, also nur als Teenager etc. Ich habe immer Brettspiele gespielt und diese Verbindung mit der Elektronik stört mich jetzt nicht unbedingt. Nein, wenn es zu schlimm ist, dann ja. Aber da finde ich es, da passt es. Und das ist auch okay für mich. Ja. Ja. Also, wenn es unterstützend ist und das Brettspielerlebnis dadurch steigert, dann why not? Genau. Ja. Deswegen Platz 4, glaube ich, war das hier. Chronicles of Crime. Jetzt kommen wir auf das Treppchen. Ui. Aber ein Treppchen ist ein Spiel, das du schon kurz erwähnt hast, nämlich Benem. Benem habe ich Secondhand gekauft. Ja, habe mir gedacht, naja, schau, Benem, diese Logo steht schon drauf. Schau, dieser Retro-Look, ich will mir das anschauen. Vielleicht kann es nicht, vielleicht kann das was. Schauen wir mal. Und dann haben wir das gespielt und ich habe mir nur gedacht, Benem ist gut, ich mag Benem. Was machen wir da? Wir haben eigentlich eine eigene Linie, also so Fluglinie, und wollen die Routen aufbauen, so dass sie so gut sind, dass der Benem sie einkauft. Ja? Also der Benem spielt da keine großartige Rolle in dem Spiel, nur dass es halt die Linien dann aufkauft. Und natürlich ist es dann, sind das dann die Punkte. Ja? Das sind so kleine Plastik-Flugzeuge also drinnen, so klein, mittel und groß. Und du denkst dann, oh ja, ich will das Große haben, ich will es haben. Und dann natürlich musst du was dafür tun. Und das ist diese Route-Building
kann ich nur darüber stundenlang schwärmen. Wir haben, glaube ich, auch ein Review darüber gedreht. Leute, schaut euch das an. Das ist jetzt, glaube ich, auch auf Deutsch rausgekommen, weil ich habe das auf Englisch, damals war es Secondhand. Und jetzt ist es auf Deutsch da. Wenn ihr wollt, kauft euch das. Und ihr werdet, glaube ich, wenn ihr diese Routenbuilding gerne habt, werdet ihr das lieben. Ja, tolles Spiel. Ich wiederhole mich. Ich habe das im letzten Segment schon gesagt. So, ja. Flugzeugthemen machen mir halt Spaß. Und das Spiel ist keine Ausnahme. Mhm. Es hat Teile, die man vielleicht schon kennt irgendwie, aber es hat auch wirklich eigenständige Teile. Also da geht es auch um Aktien, genau. Um Mehrheiten, um Shares und so weiter, was ja auch irgendwie total trocken klingt, aber in dem Spiel passt. Ja. Es ist eben dieser Kniff, wie du selber sagst, dass du nicht selbst groß und populär bist, sondern du möchtest einfach etwas Gutes bieten, damit du aufgekauft wirst. Genau. Klingt auch super trocken, aber ist es gar nicht. In dem Spiel passt das wirklich toll, macht Spaß, ja. Kann man nicht anders sagen. Kann man nicht anders sagen, man will es spielen und ich will es spielen. Ja. Mein Platz 3, es ist ja Platz 3, ne? Also habe ich auch 3 Titel. Cheater! Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, aber ich habe mich dann für eines entschieden. Das sind ehrbare Nominierungen, die ich dann dazu noch nehme. Das ist mein Roll and Write, Flip and Write Nummer, wenn man so möchte. Der Punkt ist der, prinzipiell mag ich das. Also diese Mechanik habe ich eigentlich schon sehr gerne. Aber ich mag halt keine Roll and Writes, die total stumpf und die nichts geben. Mhm. Ja. Es gibt aber ein paar Titel, die geben sogar sehr, sehr viel und die möchte ich gerne öfters spielen und dann brauche ich auch keine anderen mehr. Und den Titel, den ich wähle, den sieht man auch da oben, ihr nicht, ich schon, ist wieder von Jamie Stegmaier, von Stonemaier Games, nämlich Würfelwelten. Mhm. Der Clou ist, dass so Junkie-Würfel, die du würfelst und die Nummern trägst du dann ein in einem, auf einer Karte im Prinzip, die du beschreiben kannst und dann wieder löschen kannst. Und pro Spiel gibt es eben mehrere Karten. Und mittlerweile gibt es schon so viele Erweiterungen. Also du kannst dir so viele Kombinationen zusammensuchen. Das macht es interessant, weil jede Karte ist anders. Und als Brettspieler habe ich das natürlich sehr, sehr gerne. Jede Karte repräsentiert ein Spiel. Mhm. Am Anfang waren es natürlich die Spiele vom eigenen Verlag, logischerweise. Also du hast ein Viticulture und ein Fest für Odin. Und dann hast du seine Spiele halt, Scythe und so weiter. Mittlerweile gibt es ein bisschen mehr, auch andere Spiele, und also von anderen Verlagen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ja, das ist toll. Auch sind immer so kleine Booster-Packs, ja, wenn du bei irgendeiner Messe bist und gehst du dir einen Stand und hast du ein paar neue Booster, dann nimmst du die mit. Manchmal findest du die auch woanders. Ich habe sie auch mal bei Medigo gekauft. Und jede Karte ist ein bisschen anders. Du würfelst und schaust, wie kannst du das am besten machen. Das ist ganz simpel. Also Roll and Write in Reihenkultur. Aber es macht wirklich Spaß. Ja, was ich daran mag, dass es auch wirklich zu diesen Spielen passt. Ja. Also wenn du das Spiel kennst, dann denkst du, oh ja, das ist eine interessante Roll-and-Ride-Variante von dem Spiel. Also das ist, jedes Kärtchen könnte eigentlich eigenes Roll-and-Ride sein für dieses Spiel. Das ist der Punkt. Es gibt, es gibt genug Firmen, die das so machen. Ja. Ja, dann kriegst du irgendein Roll-and-Ride, wo ein Name drauf ist, den Namen kennst du und dann denkst du, ja. Das ist irgendwie, und da ist es halt wirklich nur ein kleiner Booster oder es ist halt schon in der Box drinnen. Genau. Und du hast schon recht, es ist halt, ich weiß nicht mehr ganz genau, ja, deswegen, aber zum Beispiel Viticulture, da musst du vorher etwas anpflanzen und wenn du es dann erntest, dann hast du das untere Feld dann und solche Dinge. Super, irgendwie ganz cool. Alternativ, wenn du sagst, nee, interessiert mich nicht, ich hätte dann noch die Welcome to Reihe, auch da habe ich vom Standard Welcome to habe ich alle Erweiterungen, ich habe die Big Box, ich habe die noch nicht einmal aufgemacht, glaube ich, die Big Box. Ja. Von Welcome to the Moon reden wir gar nicht. haben wir zwar gespielt, aber kann man öfter spielen. Oder Railroad Inc., da habe ich auch alles. Ich habe die extra Würfel. Die sieht man da. Ja, das sind irgendwie, 10 verschiedene Würfelpacks, die eigene Regeln mitzubringen. Eine Cthulhu-Erweiterung und so weiter. Alle nicht gespielt. Ja. All diese 3 Spiele mag ich sehr, sehr gerne. Aber irgendwie kommt man nicht dazu. Überhaupt nicht da. Überhaupt nicht. Schade, schade. Marmelade wieder einmal. Ja. Deswegen Platz 3, Würfelwelten, Welcome to oder Railroad Inc. Sucht es euch aus. Na gut, wenn wir schon beim Honorable Menschen sind, also mit diesen Sachen, die vielleicht das nicht reingeschafft haben, aber trotzdem erwähnt werden sollten, war bei mir die verlorenen Ruinen von Arnak. Mhm. Ja, das würde ich sehr gerne wieder spielen. Ich habe auch schon fast vergessen, wie das funktioniert und wie es ist. Ich weiß nur, ich habe das ein gutes Gefühl gehabt, ja, bei diesem Spiel. Denn Terror Below,
Ja, ist auch ein Pick-up and Deliver, wo einfach diese Würmer rauskommen und du musst dich davon schützen und die Eier dann aufsammeln, sie irgendwo hinbringen, du hast dann Waffen und. Also das ist, diese zwei Spiele habe ich leider rausgeschmissen, weil andere Spiele reingekommen sind. Ich habe jetzt auf Platz 2 ein altes Spiel und ich habe das auf Platz 2, weil ich es wirklich, wirklich unbedingt spielen möchte. Und wieso diese verlorenen Ruinen von Anak rausgeflogen sind, ist nämlich Tikal. Tikal, wirklich? Ja, ich möchte wieder Tikal spielen. Deswegen sind die verlorenen Ruinen von Anak rausgeschmissen worden, weil ich habe mich entscheiden wollen zwischen den zwei, weil das Thema ähnlich ist. Ja. Man hat diese Indiana Jones Feeling, man hat ein Lager, ja, in Tikal will man sich dann ausbreiten aus dem Lager raus, diese Dschungel entdecken, und wenn man eine Ruine, ein Monument oder diese Pyramide halt entdeckt, will man sie besitzen, will man sie ausgraben, und damit sie wächst und dann man mehr und mehr Punkte dafür bekommt. Und dieses Ausbreiten, dann kann man vielleicht noch ein zusätzliches Lager hinstellen, wo man dann von diesem Lager sich ausbreiten kann und. Also das Ganze hat mich sehr überrascht, ja, dafür, dass es also ein älteres Spiel ist. Ich kann mich noch erinnern, wie du das erste Mal aufgebaut hast, und ich habe mir nur gedacht, oh ja, okay, interessant, das kann auch ein altes Spiel, wieso nicht? Und dann, also ich habe dann schon ein paar Mal gefragt, ob wir das spielen möchten, könnten, und das, deswegen hat leider das verlorene Ruinen von Anak weggedrängt. Ich meine, diese zwei Spiele haben tatsächlich nur das Thema gemein. Ja, ja. Sonst spielen sie sich natürlich komplett anders. Natürlich. Aber ich gebe dir recht, bei mir wäre auch fast die Karl reingekommen. Ja, ich habe es dann nicht reingegeben, weil es halt wirklich schon sehr alt ist. Ja. Und ich habe es auch schon recht oft gespielt. Mhm. Aber ich kann das immer wieder spielen, weil es gehört eigentlich zu meinen Lieblingsspielen ever. Es gibt auch noch Java in der Reihe. Das mag ich auch gerne. Also, ob du jemals Java gespielt hast. Nein. Aber Tikal ist wirklich cool. Ja. Das war das erste Spiel, das mir das Gefühl gegeben hat, okay, ich kann etwas wirklich erforschen. Ja, eben. Das kannte man so damals noch gar nicht. Und das hat eine Grundmechanik, die heutzutage eigentlich leider Gottes fast schon ausgestorben ist, nämlich die Action Point Selection. Du hast einfach 10 Punkte oder whatever, und du hast verschiedene Aktionen zur Auswahl. Eine Genaktion kostet vielleicht nur einen Punkt, etwas bauen kostet aber vielleicht 4 oder 5 Punkte. Und du kannst machen, was du möchtest, solange du nicht mehr als diese 10 Punkte ausgibst. Schaust du dir an, was du machst. Das finde ich immer super interessant. Ein paar Spiele machen das, da macht es immer Spaß. Ja. Schade, dass das jetzt nicht öfters irgendwie in Spielen vorkommt, leider. Mhm. Aber habe ich wirklich gern. Ja. Mhm. Jedes Jahr, wenn wir in Essen sind, gehe ich dann auch immer bei dem Stand vorbei, wo sie die, ich glaube, es ist ein niederländischer Verlag, die eben die neue Version rausgebracht haben. Ja, es heißt ja auch noch immer Tikal, aber es ist halt wirklich eine neue, moderne Version. Da sind die Tempel dann auch wirklich schon aus irgendeinem Holzmaterial, Plastik oder wie auch immer. Also nicht, also ja, Stein oder Plastik und keine Plättchen mehr. Aber es ist mir zu teuer. Es ist teuer. Es ist mir nach wie vor, ich habe letztens geschaut, was waren das, 60 Euro oder so. Mhm. Mag vielleicht für ein neues Spiel okay sein, aber ich habe es ja schon. Und ich finde auch die alte Version, natürlich die Karten schauen schon ziemlich oldschool aus. 80er Jahre oldschool, aber oder 90er Jahre, aber ich weiß nicht, will ich für dasselbe Spiel 60 Euro? Es hat seinen Charme. Ja. Also es hat seinen Charme und mich hat es überzeugt. Also du hast, wir haben ja die alte Version gespielt und ich habe mir nur gedacht, oh ja, das mag ich. Und das ist auch richtig gesagt, diese Punkte, also die man dann ausgeben muss, um etwas zu machen, dann denkt man sich schon, okay, ja, was soll ich jetzt machen? Und ich war wirklich so überrascht von diesem Spiel und es hat mich so kalt erwischt und deswegen möchte ich das wieder spielen. Und du hast recht, es ist halt so wie, also es ist halt nur das Thema von, aber ich habe mir gedacht, trotzdem, welche von den zwei möchte ich lieber spielen? Was ist mir im Hirn eingebrannt worden? Tikal. Also wie schon gesagt, deswegen ist es nur diese verlorenen Ruinen von Anak irgendwo, weil ich habe auch schon fast vergessen, wie es, ich habe nur das Gefühl, ist da geblieben. Und beim Tikal kann ich mich immer noch sehr erinnern, das musst du das machen, obwohl das ist schon lange her, dass wir das gespielt haben. Ja, ich kann dir vielleicht eine Zwischenlösung anbieten und es ist Werbung in fremder Sache, wir kriegen dafür nichts bezahlt, aber es passt in dem Fall. Auf der Board Game Arena gibt es das jetzt, okay. In der Alpha seit 1-2 Wochen oder so, habe ich auch gesehen, Tikal, cool. Mhm. Ich wollte da schon ein Spiel starten und dann habe ich gedacht, ja, du
du wirst das eh nicht wollen, aber jetzt, wo ich's weiß, ja, dann können wir das auf der Board Game Arena zumindest spielen. Na, schau. Ja, mein Platz 2 verbindet ein paar Dinge, die ich wirklich mag. Mhm. Open World. Bei Computerspielen mag ich das nicht mehr so sehr, das ist ein bisschen schon fad, aber in einem, Brettspiel, wenn es gut gemacht ist, macht mir das Spaß. Und dieses Italo-Western-Cowboy-Thema. So viel gibt es da nicht. Diese Verbindungen sind ganz, ganz toll und Western Legends kriegt das ganz super hin. Mhm. Was macht man dann? Ja, was du möchtest. Das ist der Clou. Möchtest du böse sein? Möchtest du der Sheriff sein? Möchtest du einfach nur irgendwo Kühe kaufen und sie woanders verkaufen? Also einen ehrbaren Beruf, einen ehrlichen Beruf nachgehen. Oder gewisse Dinge. Gehst du ins Studio, würde ich sagen, ins Casino, also in Saloon. So in Saloon und spielst ein paar Pokerhände, um Geld zu machen. Man möchte Punkte machen, man möchte Geld machen. Wie du das machst, bleibt dir überlassen. Mhm. Und du kannst mittendrin switchen. Du kannst zuerst der Sheriff sein und der nächste, na, das war's, jetzt werde ich böse. Oder ich setze mich zur Ruhe und mache was mit Kühen. Heuer kommt die zweite Edition raus. Mhm. Bin ich schon wirklich gespannt mit allen Erweiterungen. Mhm. Da bin ich super heiß drauf. Und, das könnt ihr nicht sehen, wir werden uns jetzt demnächst auch ein Spiel anschauen, das so ähnlich ist, nämlich The Few and the Cursed. Mhm. Auch das ist im weitesten Sinne eine Western Legends angelehnte Variante. Und irgendwie macht mir das Spaß. Mhm. Warum wir es nicht spielen, ich weiß es nicht, weil dieses Prinzip der Open World, jemand zu sagen, hey, du kannst machen, was du willst. Das kannst du alles machen. Das sind manche ein bisschen verloren. Ich habe das Gefühl, manche wollen bei einem Brettspiel irgendwie ein bisschen eine Struktur. Ja. Dass sie wissen, okay, das ist so und so und innerhalb diesen Regeln bewege ich mich. Wenn man sagt, okay, mach, was du möchtest. Ja, aber was? Ja, was du möchtest. Ja, aber was? Das ist halt dann schwierig. Und es braucht ein bisschen Erklärung, es braucht ein bisschen Zeit und es braucht auch die Leute, weil zu zweit, zu dritt ist Fahrt, zu viert, zu fünft wird schon irgendwie cooler gefühlt. Ja, überhaupt nicht oft gespielt, leider. Ja. Muss man öfter spielen. Ich bin mir sicher, wenn die zweite Edition kommt, werde ich mir die schnappen, dann machen wir wieder ein Versus. Oh ja, das wäre super. Und dann werden wir es auf alle Fälle wieder spielen. Ja, ja, ja. Platz 2, Western Legends. Sollte man spielen, Western Legends, da bin ich schon neugierig drauf, wenn man das spielt. Hm. Weil, du hast recht, also die Brettspiele sind halt Leute, die sich gerne an Regeln halten und Regeln befolgen und ein bisschen gesagt worden, also bekommen, was willst du machen, was kannst du machen. Das kannst du machen oder das und jetzt wähl deinen Weg. Ja, aber wenn du dann einfach das offen hast, ist es viel schwieriger zu entscheiden, was will ich eigentlich machen. Ja. Da hast du recht. Ja. Na gut, dann kommen wir zu meiner Nummer 1. Meine Nummer 1 will ich schon so lange spielen. Circadiana will ich spielen. First Light? First Light, das Circadiana-Spiel. Das erste Licht, okay. Das kleine Spiel, was viel drinnen hat. So viel, dass ich einfach baff war beim ersten Mal spielen. Ja? Du hast nämlich auch wirklich wieder so Würfeleinsatzmechanismus. Du hast einen Plan, einen Grid, wo du dich bewegen musst, damit du Ressourcen bekommst. Du kannst Handel treiben mit verschiedenen Rassen. Du kannst das machen. Du hast dein Tableau upgraden und. Also was auch gut ist, du hast dann so ein Dings, also Schirm, wo du dann auswählst, was du gerade machen möchtest. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, naja, ich weiß nicht, alleine, okay, wenn es alleine wäre, ist ein guter Mechanismus, aber da greift es so ineinander und so gut ineinander, dass du dir denkst, oh ja, das mag ich, ich will es noch mal spielen. Und wie die Schachtelgröße ist, so wie diese Architekten, genau, von Westfrankreich, aber Science Fiction und alles, was man da tut mit dem Roboterfahren, alles möchte ich nochmal erleben und immer wieder erleben. Ja, leider kommt es wirklich nicht sehr oft auf den Tisch. Tatsächlich muss ich dazu sagen, war es auch in meiner Top 10. Ich habe die dann rausgeschmissen, weil ich mich nicht wirklich entscheiden konnte, weil du hast die Packungsgröße erwähnt, die ist ein bisschen speziell. Ja. Und ich wollte, und ich habe es dann nicht gemacht, weil das wäre dann schon sehr Cheater, ich wollte einfach diese Packungsgröße nehmen und sagen, alle Spiele mit dieser Packungsgröße. Weil es stimmt. Ja. Also First Light, Circadiana würde ich gerne spielen wollen, die Paladine von Westfrankenreich, die Architekten von Westfrankenreich, die Reiter aus Skythien, all das in dieser Box. Und da gibt es noch die Burggräfen etc. Alles, ich würde sie alle gerne nochmal spielen, häufiger spielen.
und erforschen die, die ich noch nicht gespielt habe. Ja. Ich habe das dann nicht gemacht, weil es wäre doch ein bisschen sehr, ja. Wenn wir jetzt schon anfangen, okay, alle Spiele mit dieser Boxgröße, dann wozu brauche ich eine Top 10? Ja, dann brauche ich, ja. Aber ja, du hast recht, Zygadriana ist tatsächlich eines der Spiele, die wir von dieser Boxgröße auch zuerst gespielt haben. Mhm. Und weil es eben Science Fiction ist, macht es auch nach wie vor, glaube ich, sogar wirklich am meisten Spaß irgendwie. Ja, es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, weil du hast wirklich so viele Möglichkeiten, Sachen zu machen. Und dann denkst du nur, na okay, will ich das? Ist es eigentlich schwer zu erreichen? Nein, ist es nicht. Man muss nur ein bisschen nachdenken. Und das mag ich bei diesem Spiel auch. Du kannst zwar viel machen, aber du brauchst nur ein bisschen nachdenken. Okay, ist das meine Strategie? Okay, dann verfolge ich es und dann mache ich es. Weil oft ist es so bei diesen Spielen, du hast dann viel zu tun und weißt nicht einmal, wo du dich zuerst umdrehen musst und schauen musst, was ist überhaupt möglich. Aber da ist es so, okay, entscheide dich und fahre deine Strategie. Das sagt sich so leicht. Also ich kann mich erinnern, als ich es gespielt habe, das erste Mal kam es für mich auch sehr anstrengend vor. Hat sich ein bisschen wie Arbeit angefühlt. Man muss wirklich für alles kämpfen. Man muss wirklich für alles... man muss alles schauen. Ja. Ja, aber das wird besser mit der Zeit. Ja. Ja, es ist nicht so wie Dune. Wo selbst nach dem 10. Spiel das sich wie Arbeit anfühlt. Aber ist jetzt nicht negativ gemeint. Nein. Aber tatsächlich ist es eine angenehme Herausforderung, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Mein Platz 1 ist ein Spiel, das hat einen Legendenstatus im Hobbybereich. Ein Spiel, das wahrscheinlich jetzt nicht so populär ist wie Zug um Zug und Catan, aber sicher zweite Reihe oder dritte Reihe. Vor allem bei den Hobbyisten. Mhm. Nicht bei den Eurogamern, aber generell bei den Brettspielern. Ich habe schon oft gespielt, aber es ist schon ewig her. Ich glaube, das letzte Mal soll es 5, 6, 7 Jahre her sein. Ich würde das gerne öfter spielen und zwar viel öfters, weil das ist eines dieser Spiele, wo du eine gewisse Vertrautheit brauchst, um dich wirklich zu fohlen, um sich wirklich wohl zu fühlen. Ich will raten. Ja, rat. Arkham Horror. Nein. Mhm. Überhaupt nicht. Es ist Area Control, aber es ist eigentlich ein kartengetriebenes Spiel. Mit einem coolen Thema, denn Wikinger gehen immer, nämlich Blood Rage. Ja. Jetzt denken sich alle, Alter, das ist ja das uralte Spiel. Ja, aber das muss es ja nicht schlecht sein. Wir haben es vorher bei Tikal auch gehört. Blood Rage klingt am Anfang komplex und schwierig, aber ist es nicht. Du hast deine Karten, die bringen die Aktionen. Oder die bringen dir Fähigkeiten. Und damit löst du gewisse Dinge aus. That's it. Du hast natürlich ein bisschen Area Control, das ist ganz klar. Aber das ist jetzt nicht so extrem. Das ist ein Teil des Spiels natürlich. Macht aber Spaß, weil du dann da auch besondere Monster kriegst, die dir helfen können zum Beispiel. Du hast ein persönliches Tableau, wo du dich upgraden kannst und stärker wirst. All das zusammen ist wirklich ein rundes Spielgefühl. Vielleicht nicht, wenn man es zu fünft spielt oder so, das soll es nicht so toll sein, aber zu vier, zu dritt ist es wirklich cool. Ich kann es mir nur damit erklären, dass ich oft mit Leuten spiele, die Englisch nicht so gut können. Mm. Und damit meine ich jetzt nicht dich, aber auch. Allgemein, ja. Und ich habe halt die englische Version. Ich habe damals die englische Version mir gekauft und warum jetzt eine deutsche kaufen, wenn man die englische hat, weil mich stört es ja nicht. Mm. Aber es ist natürlich ein Hindernis, das ist mir ganz klar. Es ist auch einiges zu klären. Es ist schon eines dieser Spiele, wo man sagt, ja, das kann ein Kennerspiel sein, wenn man den Leuten ein bisschen Zeit gibt. Aber es braucht ein bisschen Zeit, weil es ist halt dann schon mit dem Valhalla und dann wieder so zurück und da und da. Ist schon nicht so einfach. Aber unterm Strich, ich hatte immer Spaß dran. Und man muss halt, und das ist der Punkt, man muss halt die Karten kennen. Man muss wissen, was es für... Es gibt nicht viele Karten. Nicht so viele Karten. Aber man muss sie kennen. Damit du weißt, was geht. Ja. Und dazu brauchst du halt 1, 2, 3 Spiele oder idealerweise Leute, die das Spiel kennen. Und nur die spielen dann untereinander. Ja. Mhm. Dann funktioniert es wirklich gut. Ansonsten ist es immer ein bisschen so suboptimal. Vielleicht ist es da, liegt es daran. Ich weiß es nicht. Ja. Ich würde es gerne oft spielen, öfter spielen. Nur, und da ist wieder der Punkt, wenn ich jetzt da zum Beispiel an den Laden denke, an den Spielabend und ich kenne meine Leute, die da kommen würden, die würden das vielleicht spielen wollen, aber da ist halt dann Englisch das Problem. Mhm. Was macht man? Ne? Es ist halt ein Drama. Ja, es ist ein Drama. Es ist ein Drama. Ja, aber dennoch, trotzdem, weil da ist wirklich die Lust dahinter und ich weiß, das hat einen Kultstatus, das Spiel. Ja, schon. Ich bin aber noch nicht dort, wo ich es wirklich spüre.
Ich wäre aber gerne dort. Ich hätte gerne dieses Empfinden für dieses Spiel. Und ich bin mir sicher, das käme. Aber das muss ich öfter spielen. Und wenn manche sagen, ja, du, ich spiele das jetzt schon zum 20., 30. Mal, dann denke ich mir, wow. Du Glückliche. Ist doch cool, ja. Kommt halt nicht, ja. Ja, ja, das war mein Platz 1. Blood Rage. Ich möchte es nicht spielen. Welche Überraschung? Erstens, Area Control, natürlich Englisch sowieso ein großes Thema für mich. Und das Dritte ist, wenn man hinten ist, ja, da hast du, also wenn du diese Monster nicht bekommst, ja, weil du halt keine Chance hast, es zu bekommen, bist du eigentlich aufgeschmissen. Du kannst eigentlich aufhören zum Spielen. Das ist dann sehr schwierig, gegen diese Stärke zu kämpfen. Ja, also dich zu eigentlich irgendwie ausbreiten oder was auch immer. Also weiß ich nicht. Kann ich persönlich nicht sagen. Habe ich nicht so gemacht. Ihr da draußen, falls ihr Blood Rage kennt, wie eure eigene Westentasche. Dann was kann man machen? Schreibt Herr Marie vielleicht, ob das wirklich so stimmt. Ja, ob das so stimmt, ist das Spiel, was das angeht, ein bisschen fehleranfällig oder sagt ihr, nee, das ist nur, weil du es nur einmal oder zweimal oder dreimal gespielt hast. Sie sollen mir sofort sagen, was man machen soll. Aha, okay. Also, bitte Maria, wenn du nächstes Mal kein Monster bekommst, dann mach das und das und das und das. Dann spiel einfach besser. Nein, sie sollen mir ein bisschen helfen. Dann will ich vielleicht spielen. Naja. Sei es wie es sei, das waren unsere Top 5 bis Platz 1 von Spielen, die wir schon einige Male gespielt haben, aber gerne wieder unbedingt spielen müssen. Yep. Vielleicht denkt ihr euch, ja, du hast recht, dieses Spiel, das kenne ich auch, habe ich auch schon einmal gespielt, würde ich auch gerne wieder mal spielen. Dann schreibt uns an, wir spielen jeden Freitag im Laden, im Paradise Board Game Store ab 18 Uhr. Das wird jetzt dann auch offiziell beworben, ab dem 10. herum. Und könnt euch einfach anmelden, ist gratis. Und vielleicht ergibt es sich dann, dass man dann eines dieser Spiele von der Liste wieder auf den Tisch bringt. Ne? Ja. Wenn ihr sagt, nee, das sieht mir nicht, mit euch spiele ich sicher nicht, dann ist das okay. Dann schreibt uns zumindest in den Kommentaren, was so für euch Spiele sind, wo ihr sagt, hey, das kommt viel zu selten am Tisch. Oder was ihr da vielleicht mal schon jetzt gehört habt und euch denkt, ja, das würde ich gerne auch mal ausprobieren. Genau. In diesem Sinne. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, was wir doch hoffen, weil darum machen wir es doch, lasst vielleicht ein Like da, ein Abo, einen Kommentar und wenn ihr mögt, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Ricardo!